Das sind unsere Themen. Jill Lange hat einen neuen Boy. Wo sehen wir Christina Dimitriou als nächstes? Jelis demnächst bei Promi Big Brother, vielleicht auch bei Prominent getrennt und mit einem neuen Boy. Lena freut sich über eine Big Brother News. Paulina zieht zu Tommy. Und Nick und Philipp haben ein großes Statement gedroppt. Naja, dann haben wir noch ein paar kleine Schmankerl für euch. Jetzt bitte los, ich kann nicht mehr. Ja. Leute, hallo, herzlich willkommen bei Breaking Trash 156. Das ist für Lena und mich seit 2 Wochen das erste Mal. Oder drei. Echt jetzt? Mhm. Ihr seht es am Ende des Videos, also bleibt jetzt ausnahmsweise mal wirklich so lange dran, was hier gerade stattgefunden hat, das könnt ihr euch nicht ausmalen. Wir starten rein mit Jill Lange. Die nimmt sich ja gerade eine Auszeit, war so ein bisschen Backpacking-mäßig, ja. Will sie unterwegs sein, wollte eigentlich nach Australien, jetzt erstmal auf Bali gestrandet. Und auf Bali findet man ja bekanntlich die besten Boys. Also ich die war noch nicht da. Ja. Und war das so? Ja, okay. Weil ich muss euch sagen, Bali ist für die Australier das, was für die Deutschen Malle ist. Das heißt, du triffst dort eigentlich durchgängig nur Australier. Naja, so die auch kleine chill. Maus auch. Er heißt Danny 98. Ich habe ja gedacht, das ist denn Danny für einen Namen, wie heißt er denn richtig? Nathan. Ah. Nathan Dunn oder so heißt er. Ah. Na klar heißt er Nathan Dunn. Na ja, und klar. Jill und Nathan, ich kann mir wirklich, ich sehe sie vor mir, voll. Wie sie so denkt, oh Nathan, you're so sweet, I love you so you're much. You're such a cute boy. You're such a cutie. Like, auf jeden Fall ist es ihr persönlicher MGK. Den liebt sie ja. Machine Gun Kelly ist ein Sänger. Ja, also ich weiß nicht, wo da die Ähnlichkeit herkommen soll. So ein bisschen check ich, aber... Du musst nur das Gesicht nehmen. Macht jetzt mal alle kurz so und nur das Gesicht. Okay, so kind of. Sie chillen gerade zusammen auf Bali. Viel surfen, die Wellen reiten. Unter anderem, naja, aber Jill hat auch einen kleinen Hater bekommen. Ist so. Ich glaube, sie erholt sich noch ein bisschen davon, denn sie hat sich Braids machen lassen. Hier hat sie sie schon ein bisschen aufgemacht. Aber ihr könnt es ja noch ein bisschen erkennen. Naja, da geht es natürlich um kulturelle Aneignung, was ihr vorgeworfen Richtig. Wurde. Sie hat sich schon geäußert, hat gesagt, naja, ich wollte damit natürlich niemanden zu nahe treten. No. So will man das wahrscheinlich meistens nicht, wenn man das ja. macht. Und hat sich jetzt die auch wieder aufmachen lassen. Aufdröseln so, ne? lassen. Ich muss leider sagen, hier der Look, der ist schon krass. Also wenn ich, wenn ich jetzt Nächten wäre, Junge, na klar. Schockverliebt. Ja, du, viel Glück. Jetzt geht's um Christina Dimitriou. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Namen irgendwann mal auswendig kann. Ich auch nehmen. Weil ich nicht geahnt habe, wie präsent sie über die ganzen Jahre sein wird. Aber here she is again. Und zwar hat sie mal wieder ein Q&A gemacht. Und es wurde ihr... Die Frage gestellt? Nee, es ist keine Frage. Es ist eine Aufforderung. Ja. Geh mal zu Promi Big Brother. Was sagt sie denn dazu? Da hat sie gesagt, ja, würde ich schon gerne irgendwann. Dieses Jahr, es passt halt leider zeitlich nicht, denn es kommt was Großes auf euch zu. Es kommt ein neues Format. Was Großes, da werden wir natürlich und ihr wahrscheinlich auch gleich wieder hellhörig im ersten Moment, weil man denkt, was ist wirklich was Großes? Das wird kein kleines Ballermann-Format sein oder ja, und irgendwo mein, auf einer Insel. Mein Urlaubshirn ist völlig crazy gegangen. Ich so, naja, bin mal rum. Die Welle reiten wir jetzt mal. Alter, yes. Die Jill mit Nathan. Stellt euch mal vor, weil sie hat ja auch in einem anderen Q&A Alex schon ein bisschen verteidigt, wo man so dachte, Girl, warum? Was ist denn jetzt gerade los hier? Warum? Also, immer noch in den Fängen, sie zusammen mit Alex, der Prominent getrennt. Leute. Also ich meine, das Bild ist jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber. Ihr wisst alle, wer Alex Petrovic ist. Aktuell im Sommerhaus zu sehen. Könnt ihr euch auch gerne unsere Reactions drauf angucken. Das geht nicht. 2.0. Nein, es war, aber stell dir das mal vor. Natürlich. Die sind beide so loco. Ich würde denen das halt zutrauen. Ich würde denen das zutrauen und ich traue das auch der Produktion zu. Na klar. Ne? Und ich traue auch uns zu, dass wir erst sagen, das geht überhaupt nicht. Dann gucken wir rein, dann gehen wir alle mit, keine Ahnung, solchen Augenringen und grauen Haaren raus. Ja, bleiben wir aber mal beim Thema Promi Big Brother. Diese Woche wurden schon die ersten beiden TeilnehmerInnen verkündet. Peter Klein und Jelis Kotsch. Also bei Jelis, ne, irgendwie läuft's ja bei ihr, aber irgendwie denke ich mir so, also Girl, läuft so komisch. Du bist, es läuft irgendwie komisch ja. und who are we to judge? Aber ja. ich denke mir so, deine kleine Tochter ist dein Ein und Alles. Das sehen wir immer in den Stories, das hören wir immer. Wie lange geht denn Promi Big Brother? Das geht doch eigentlich eine Weile, wenn du lange drin bleibst. 2 Wochen. Okay, ja. aber trotzdem, 2 Wochen sind 2 Wochen. Ja, also ich gebe dir recht, aber bei der KDRS-Teilnahme, die ging 4 Wochen. Ne? Ja, das habe ich ja auch schon nicht und verstanden. Und da war die Schneeflocke erst ganz klein. Und dann hier so noch Make Love, Fake Love, keine Ahnung, wie lange das ging. Ja, aber ich meine, wenn da ein guter Kreis
an Familie drumherum ist, der das auch verlangt. Und dann ist es vielleicht auch gut, dass sich die Kleine eh schon gleich an alle anderen auch mit so gewöhnt. Und nicht nur Mama-Bezugsperson. Ich denke, da habt ihr auch eine Meinung dazu. Wenn die fundiert ist in irgendeiner Art und Weise und nicht böse, dann schreibt die gerne in die Kommis. Auf jeden Fall gehen die Dreharbeiten zu Promi Big Brother am 20.11. wohl los. Das hat sie in einem Q&A beantwortet. Eine weitere Frage war, prominent getrennt mit Yannick denkbar? Die Schuppen in the face, was soll denn die Scheiße? Sie antwortet natürlich mit Comic Sans. Er hat mich tatsächlich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich bei Promi Big Brother bin und habe ihm gesagt, dass ich keine Zeit habe. Dieses Jahr wäre es wahrscheinlich auch zu früh gewesen wegen der ganzen Emotionen und so weiter. Ja, und dieses Jahr. Und RTL sitzt ja vorm Handy und sagt, alles klar, dann nächstes Jahr. Alles klar, Erinnerung. Yannick und Jelis. Yannick und Jelis anfragen. Oder dann nächstes Jahr vielleicht auch schon Yannick und Gerda. Oh. Also auf jeden Fall Yannick. Und ich kann wirklich, dass er auch danach gefragt hat, sieht ihm so ähnlich. So, ja, und ein Podcast darüber machen, wie falsch und schlimm Yelis angeblich ist. Und dann... Du, Yelis, wir sind jetzt fertig mit den Aufnahmen zu dem Podcast, wo ich übelst über dich hergezogen habe. Wie sieht's denn aus, der prominent getrennt? Hast du Bock? Also dem ist ja nichts zu dumm. Und jetzt bleiben wir auch gleich noch bei Yelis, denn, naja, sie und Yassin wurden des Öfteren gesehen zusammen. Diese Woche abgehangen, hart in München gechillt. Aber sowas von hart gechillt. Und da wurde sie natürlich auch gefragt, na du, woher kennt ihr euch denn? Und sie sagt, wir waren zusammen bei Kampf der Reality Stars. Ja, offensichtlich. Ja, aber das Ding ist so, ihr habt uns natürlich auch alle geschrieben, ah, geht da was? Die waren ja auch zusammen essen mit Fabio und Daria, ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Aber irgendwie denke ich so, dass das so richtig wirklich nur Freundschaft ist. So wie mit Carina Spack. Ja, kann ich mir vorstellen, aber so rein optisch jetzt, die beiden zusammen, sehen schon Bombe aus, ne? Übelst Bombe, aber wir wissen ja, dass Yassin... Wir wissen aber auch, dass sie auf Fuckboys steht. Naja, wer steht noch auf Fuckboys? Sandra Sizora, na klar. Bei VIPs Only kam in der Folge raus, dass Yassin was mit Sandra hatte. Keine Ahnung, das ist irgendwie für mich, ist das gar keine News mehr. Das ist eigentlich wie wenn in der Stadt erzählt wird, der eine Bekannte, der gerne viele Frauen hat oder die eine, die immer irgendwie einen Hang hat zu falschen Männern, hat jetzt halt mit dem mal rumgemacht. Ja, na klar. Überraschung. Gönnt euch auch einfach, ist natürlich kein Problem, aber wir wollen es der Vollständigkeit halber auch hier drin haben. Ja. Wie wir das finden, ist egal. Ja. Leute, jetzt kommt ihr ins Spiel. Wir hatten diese Woche bezüglich Promi Big Brother euch gefragt, wen ihr euch auch noch in diesem Cast des diesjährigen Containers vorstellen könnt. Und vielleicht auch ein bisschen wünscht. Genau, also das ist hier alles nicht fundiert, das sind jetzt einfach nur Community-Wünsche. Und da starten wir mit Serkan. Ganz ehrlich, kann ich mir vorstellen, dann hat er halt einmal alles durchgespielt. Bei Serkan ist das auch wieder so ein Ding, wo ich denke, wieder war er doch gar nicht? Hm? Also der passt da so krass rein, dass ich denke, warum ist er denn überhaupt schon wieder drin? Das dachte ich bei Yelis. Dann Sarah von Temptation Island. Naja, die Ex von dem. Hätte ich Böcke, aber ich habe eigentlich mehr Bock, dass sie keine Zeit hat, weil sie gerade am Make Love Fake Love drehen ist. Das würde ich wirklich am allerbesten finden. Dann hier unten Melody Hase. Ja, sehe irgendwie ich voll in der Rolle. Aber ich bin bei Melody auch so ein bisschen im Zwiespalt, weil manchmal kriege ich so ein bisschen das Gefühl, sie will das eigentlich gar nicht. Sie will wieder zurück nach L.A. und da ihr Ding machen. Deshalb kann ich es nicht so richtig greifen. Aber das mal ausgeklammert, vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall. Und ich meine, sie hatte auch irgendwas in der Story, dass jetzt bald wieder irgendwie Dreharbeiten sind. Oder ist sie gerade schon nicht weg? Be real. Who knows? Und dann natürlich als letztes Mal wieder Yassin. Ich brauche erstmal eine Pause von ihm jetzt. Ich eigentlich auch. Ganz ehrlich, ich kann nicht mehr. Und wir haben ja erst noch Shows, wo er dran teilnimmt. Aber er ist auch auf so einem Uprising-Star? Ja. Keine Ahnung. Ast. Auf einem Uprising-Ast. Mal gucken, wie hoch das noch geht. Leute, und das geht runter wie Öl, wirklich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, als mir Tessa das geschickt hat, wie innerlich das Herz ist aufgeploppt. 10 andere sind noch rausgesprungen. Es ist einfach nur Liebe. Du hast auch letztens sogar noch irgendwann gesagt, du wünschst dir mal wieder ein normalo Big Brother, so wie es früher war. Und jetzt kommen sie dir nach. Es ist so. Big Brother ist zurück, Lena. 25 Jahre nach der ersten Staffel feiert das Original sein Comeback und sucht bereits nach neuen BewohnerInnen im Big Brother Haus. Also Leute, ihr seht's, bewerbt euch da. Egal, ob Mensch von dem an oder schräger Vogel, Big Brother sucht Charaktere aus allen Lebenswelten und Altersklassen. Du glaubst, du bist zu normal oder zu anders? Du, dann suchen wir genau dich. Erste Amtshandlung für uns ist Martin dort bewerben. Also eigentlich haben Martin und ich gesagt, wenn wir irgendwo mal teilnehmen würden, wäre es das. Ehrlich? Krass. Denn, passt mal auf, warum ich mir das dachte, dass ich daran teilnehmen möchte, auch dieses Big Brother soll wie früher 2024 mehr als 3 Monate am Stück laufen. Das heißt, wir haben wieder so einen 100-Tage-Container. Und da willst du rein? Ja, weil das mich
so an meine, also an meine Krankengrenzen bringen würde. Und ich da, das ist sowas, wenn Teilnehmer irgendwo teilnehmen, aha, die dann sagen, naja, ich will mich mal selber testen. Ich will mal wissen, wo das liegt. Und das wäre genau so ein Experiment für mich. Das wäre dein persönliches. Ob ich danach komplett loco wäre oder ob ich danach so bin, so, Alter, ich bin froh, dass ich richtig normal bin. Weißt du, was das für dich ist? Dein Bali-Retreat. Das ist deine Selbstfindungsreise. Also, damit haben wir Lena jetzt hier beworben. Ich hoffe, aber wenn, geht ihr nicht zusammen da rein, weil das würde überhaupt nicht funktionieren. Nee. Erstmal gar nicht. Oder am Ende sind wir so richtig krank, weil wir so sind. Die am Freitag dann, also die wir dann am Freitag rüberfahren. Ich bete einfach nur, dass mein Golf das durchhält. Ich habe so ein ziemlich altes Auto. Und ja, der muss natürlich auch die ganze Strecke einmal fahren. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Irgendwie ist es gerade voll komisch, das so zu erzählen, weil ich halt die ganze Zeit einfach nie irgendwas gesagt habe. Und also für mich klingt das, also wirklich Köln, Frankreich, Nizza, das schafft doch der kleine alte Polo. Ist aber auch schon die Strecke, wo man sagen muss, schafft das wirklich? Also es kann auch ja nicht zu nah sein, weil da würde man sagen, na klar, jetzt darfst du. Jetzt, also in der Story davor hat sie auch schon angedeutet, dass es in eine wärmere Region geht und so weiter und so fort. Also Leute, für mich deutet alles darauf hin, sie zieht zu Tommy. Hat sie nicht auch gesagt, außerhalb von Deutschland? Ja, na klar. Oder welche? Also sie wohnen schon in Köln. Welche Strecke soll der kleine alte Polo nicht schaffen? Zieht sie runter nach Stuttgart im Süden? Außerhalb von Deutschland. Wird er wohl nicht in die Schweiz ziehen oder nach Italien? Keine Ahnung. Also ich finde es auf jeden Fall crazy und ich finde es auch ein bisschen spannend. Aber ich finde, das geht schon wieder alles so schnell. Aber vielleicht, sie ist ja auch eine Person, sie macht gerne Nägel mit Köpfen. Und Tommy hat ja damals, also ist ja auch bekannt, er hätte Sandra ja auch gerne zu sich geholt. Aber Sandra hat gesagt, I got family business in Cologne. Ich kann hier nicht so richtig weg. Ja, also wenn du wirklich dorthin ziehst oder in diese Ferienwohnung, die er da ausgebaut hat, die by the way, übelst geil aussieht. Übelst geil. Viel Erfolg. Ich finde es eine crazy Kombi und eigentlich habe ich Bock, dass die mal zusammen eine Story machen oder irgendwas. Das war, ich kann mir das, den Vibe, die zusammen irgendwie gar nicht richtig vorstellen. Na, es kann ja erst kommen, wenn Germany Shore ausgestrahlt wird. Wann kommt denn das? Naja, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Weißt du, was ich da sage? Finger. Apropos Thema zusammenziehen. Oh, die kleinen Schnuckelmäusis. Wirklich, die zwei, Nick und Philippe, hatten sich damals, ob es jetzt ewig her ist. Also wirklich vor 20 Jahren bei Charming Boys kennengelernt. Und da haben wir schon gesagt, Alter, das ist die Love. Die zwei haben sich da verliebt, haben sich das auch sogar schon gesagt und haben seitdem eine Fernbeziehung geführt. Wirklich lange. Also seit 20 Jahren haben sie jetzt eine Fernbeziehung geführt. Mensch. Und seit April. Ja, das und ist lang. Na klar ist das lang. Dafür, dass sie sich so lieben. Sie wollen jetzt einfach den Alltag miteinander bestreiten. So wie ich mit Tessa. Jeden Tag auf Arbeit. Und ziehen zusammen ab Januar in Berlin. Also könnt ihr schön die Augen offen halten, wenn ihr die zwei süßen Mäuse seht. Begebt euch ein bisschen in die Area von denen, aber nicht zu nah. Denkt auch dran, das sind zwei normale Menschen. Privatsphäre. Und ich glaube, zieht euch mal so ein bisschen was von der Energy raus. Weil die haben so viel. Die können gut was abgeben. Die hätte ich gerne in meinem Freundeskreis. Geil. Nick und Philipp, falls es jetzt Berlin doch nicht wird, weil Wohnung, horrende Preise ja in Berlin. Und Philipp kommt ja aus Belgien. Vielleicht wird es ja Cologne. Diogo hat ja was für euch. Leute, zu vermieten, 1,3 Warmmiete, moderne Wohnung, 65 Quadratmeter, zwei Zimmer, getrennte Küche, Keller, so, sofort frei. Ich weiß ganz genau, warum diese Wohnung sofort frei ist. Wie ungemütlich! Also ich meine, eigentlich verstehe ich nicht, warum ich so sauer bin, weil ich muss ja da nicht einziehen, aber was ist das denn? Also es ist so wie, als hätte Harald Klöckler ein ganz, ganz junges Kind, weil diese ganzen Strasssteine in diesen steppüberzogenen Betten und sogar Sofas, was hier ist das? Am Nachtschrank. Ich finde, das ist für mich wirklich grau, das ist für mich ein Atelier. Das ist eine Hülle. Das ist sowas, wo ich sage, würde ich nicht mal bei Airbnb buchen. Airbnb? Bei Airbnb? Wenn ich das Gefühl hätte, das saugt mir die Energie raus. Ja, wenn ich dort eine Woche wohnen würde, hätte ich Riesenkreol mit Strassstein. Hier in Pörsen. Hier hätte ich in Pörsen. Leo Oberteil. Neues Tattoo von Diogo. Na klar. Was für eins? Unendlichkeitszeichen. Der zu Vögeln wird. Ja. Aber wenn euch das gefällt, nehmt euch jetzt unser Rant nicht an. Tut uns leid, aber mein Style ist es einfach nicht. Temptation Island VIP ging ja jetzt schon gut los und da haben wir ja alle mitbekommen, dass Mimi und Denise mal gut befreundet waren und Mimi ja Denise auch ein bisschen vorgeworfen hat, seit du mit Lorik in einer Beziehung bist, komplett anderer Mensch. Ich verstehe das gar nicht. Wir haben früher so viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben eigentlich jede Woche gechillt. Meistens bei dir, Denise. So war es ja. Ja, Yannick ist auch noch mit dabei irgendwie. Und Mimi hat jetzt bei dem Q&A, Leute, wir lesen es euch vor, es ist hier ein bisschen wirr, weil Lorik das gepostet hat. Seine Antwort gibt's danach. Wurde gefragt, warst du zu dem Drehzeitpunkt nicht mehr mit Denise befreundet? Hä? Hast du dich nicht gefreut, sie und Lorik zu sehen? Ich würde sagen, nein. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt keinen Streit oder so, sondern haben uns einfach voneinander entfernt und hatten kaum bis gar keinen Kontakt. Unsere Viererklicke gab's so plötzlich nicht mehr und das halt komischerweise als zu dem Zeitpunkt
als Lorik präsent in ihrem Leben wurde. Also habe ich Lorik auch nie persönlich kennengelernt, was bedeutet, dass ich mich auch nicht auf ihn gefreut habe. Logisch. Sagen wir, ich habe mich für sie gefreut, aber war letztendlich neutral bis egal. Hm? Was halt sau schade ist, wenn man bedenkt, wie viel Zeit wir früher miteinander verbracht haben. Da war keine Entfernung zu weit. Und wir haben richtig oft mehrere Tage miteinander und meistens bei ihr verbracht. Pipapo. Keine Ahnung, wie ich es sonst beschreiben soll. Hoffe, ihr versteht, was ich meine. Diese Story hat Lorik gesehen und hat Folgendes dazu zu sagen. Das haben mir schon ein paar mehr Leute zugeschickt. Ich werde mich dazu die Tage äußern, weil es in der zweiten Folge ein Gespräch zwischen Denise und Mimi gibt, was ich so auch nicht stehen lassen kann, weil es da eigentlich um was anderes geht und ich nicht der Grund dafür bin, dass die zwei oder deren Mädelsgruppe auseinandergefallen ist. So, Leute. Und jetzt hier, das ist nämlich der Mainpoint hier unten. Ich sag euch die Tage, was der wahre Grund des Streits bzw. kein Kontakt dieser doch so tollen innigen Freundschaft war. Erstmal möchte ich jetzt mal ganz kurz sagen, Lorik. Das ist nicht in deinem Ermessen. Naja, ich will's ja wissen. Ja, ich bin auch ein bisschen. Was ist denn? Eigentlich wollte ich wollte ihm eigentlich sagen, was die Tage. Entweder sofort oder ich habe hier eine genaue Zeitangabe und kann am besten noch eine Erinnerung hier aktivieren. Ja. Mensch, eigentlich, wir hassen ja diesen Gossip, aber irgendwie liebe ich es auch. Aber ich glaube tatsächlich, das wird ganz großer Quatsch. Sowas wie, Denise hat den Wein nicht kalt gestellt und es hat Mimi abgefuckt. Ja, oder sie standen auf einen ähnlichen Typen und dann war Steffi schon raus. Wer war denn noch drin? Nachher Carina. Nach ja. Also Leute, wenn ihr jetzt genauso angeteasert seid wie wir und Lorik das am Wochenende droppen sollte, findet ihr es bei uns. In der Story, wenn ihr es uns geschickt habt. Jetzt habe ich ein kleines Schmankerl mitgebracht. Wir überraschen uns ja gerne nochmal am Ende einer Folge. Ja. Und zwar steht Fame Fighting an. Dr. Sinsen, Erik Sinnemann kämpft gegen Mike Heiter. Das ist für mich eine kleine Sinnlosigkeit. Ja, weil eine Sinnlosigkeit. Es ist eine Sinnlosigkeit. Er hat Vertragsbruch begangen. Jetzt mit schon. Fame Fighting, denn er hat bei Be Real viel zu zeitig schon rausgehauen, dass er ja gegen Mike Heiter kämpfen wird, bevor Fame Fighting überhaupt den Kampf bekannt gegeben hat. Das kann ich jetzt schon wieder nicht fassen. Deswegen kriegt er nur die Hälfte seiner Gage und muss jetzt natürlich hier. Na, was macht er? Er rudert. Zurück! Piep, 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 piep! Denn ihm bleiben jetzt natürlich Einnahmen. Na klar. Weg. Und er hat folgende Idee. Nee, ich kann nicht. So eine Aktion gab es noch nie vor einem Promi-Box-Event. Also, aufgepasst. Jede Firma in Deutschland und auf der ganzen Welt hat jetzt die Chance, ihr Firmenlogo auf meinem Körper zu verewigen. Aber ich meine nicht einfach nur irgendwie so ein abziehbares Tattoo, sondern ihr könnt euch euer Firmenlogo auf meinem Körper tätowieren lassen. Ich betone, tätowieren lassen. Und ihr wisst alle, dass ich dadurch meinen Körper wirklich verschande. Aber genau deswegen bringe ich die Sack. Genau deswegen, weil ich meinen Körper verschanden möchte. Verschande. Ja, und jetzt interessiert mich. Pass auf, günstigste Stelle. Oh, geil. Bade. Ja. 35.000 Euro. Warte, bleib ja, noch bei mir, bleib bei mir, bleib bei mir. Ich habe mal kurz gedacht, wir machen bleib das. Bleib bei mir, teuerste Stelle, hier. Gesicht. Hm. Was denkst du? Also die günstigste war 35.000. Ja. Da wird ja die teuerste, wenn er schon so einsteigt, 135.000 sein. 10 Millionen Euro. Nein! 10 Millionen Och, Euro. Ach Erik, ach Maus. Und was schreibt man drauf? Lidl? Günstiger? Wer oder was? Könnte das denn für sich habt? Tinder? Tindermann. Ich sehe so viel Potenzial. Ich sag dir jetzt, wie es ist. Ich glaube, wenn er jetzt ein eigenes Konto dafür errichten würde. Ganz weißt du, wie viel da drauf kommen würde? 0 Euro. Nein, niemand macht das. Ich dachte kurz, wir machen das. Und ich sag dir ehrlich, ich sag dir mal ganz kurz, wie weit ich davon entfernt war, mental, von dem Preis, den du genannt hast, ja. Was ich ihm zugetraut hätte. Günstigste Stelle, Bade, 35 Euro. Und ich war so, das ist halt, machen so teuer wir. Ist das Tattoo. Das ist günstig. Also, das Tattoo ist ja teurer, das macht vielleicht muss man das auch noch bezahlen. Ja, okay. Weißt du, das kommt noch on top, das steht dann im Vertrag drin. Also, Erik, von uns würdest du 35 Euro bekommen. Geht das auch? Trashkurs, uns reicht auch der Knöchel. Ja, Deal or no deal? Lässig. Na klar. Ja, naja, und an dieser Stelle haben wir es geschafft und ihr habt es geschafft. Wie viel habt ihr gelacht? War es geckig genug? Ach so, die Lacher kommen ja jetzt erst noch. Und ich möchte euch sagen, in der Hoffnung, dass das drin bleibt. Wenn die Bloopers, die Outtakes, wenn die für euch unter 2,5 Minuten waren, 1,30. Dann schreibt ihr uns eine DM, ja. Weil da hat dann nämlich hier der gute Herr sich ausgelockt und das leiten wir alles gesammelt weiter. Und richtig. Das sage ich auch beim Chef. Das sage ich auch, da gehe ich zum Personal. Naja, so ist das wohl. Na? Jetzt viel Spaß mit den Outtakes, mit euch schönes Wochenende. Bei uns kommt noch Princess Charming und Party Workers. Und seid so wie ihr bleibt.
Bin also ich verschmiert? Nee, aber stell dir vor, ich würde jetzt einfach... Habt ihr das gesehen? ich hatte im Kopf. Hab ich hier irgendwas? Nö. Nein. Peace, jetzt geh ich pennen. Du musst mir das schicken. Das geht überhaupt nicht. Weil wollen wir es mal kurz... So. Jetzt sag mal, ob du das siehst in deinen Peripherals. Ja, halb. Was machst du hier? Look at this. Mach ich doch, aber ich wollte das T-Shirt nicht rausfinden. Okay! Hey! jetzt muss ich mal fragen, wohne ich hier? Ich habe morgen Aufnahme, 4 Stunden. Noch eine Frage an den hauptverantwortlichen Kameramann. Fällt Ihnen hier was auf? Da fehlt was? Da fehlt ein Leit. Leitmann! Nee, so kann ich auch der nicht mehr Lukas, arbeiten. Der Lukas! So, der Lukas kann sich gar nicht verteidigen, das kann ich. Ja! Es sind immer alle anderen wirklich. Ey, nee. Wenn der Lukas aus dem Fenster springt, springst du hinterher. Farbe. Rainbow. Sauer. I like it. Wenn die Bloopers heute nicht länger sind als die Folge an sich, wäre ich richtig sauer. Und es ist auch eine Form von Unterhaltung. Und ich kenne die überhaupt nicht. Einfach so. Nee. Wir gehen heute feiern. Okay, also. Also, die Themen sind chill lange. Okay, ich chill lange. Irgendwie so. Naja, dann mach mal halt Freestyler. Waka Waka Phone. Rock the Microphone. Nicht Waka Waka Phone. Scrolling Shakira, Shakira. Oh Gott, ich hab mich so krass rausgerottet. Ich kotz gleich. Das war ein richtiger Fladen. Nee. Mir ist übelst warm. Christina Dimitru. Oh Gott. Du. Oh Mann, nein. Okay. Das, what ja, the heck? Okay. Herzlich willkommen bei Trash Kurs. Ja. Yes. Alter, was kurz. Alter, sorry. Das kann auf keinen Fall so weitergehen. Ist mein Mascara jetzt verschwunden? Nee. Paulina Ljubas zieht um. Aua! Hier aus. Really? Yes. Jill, that's my German girl, Jill. Jill Longi. Ach cool, hier ist noch ein kleiner Dribble. Das geht, das sieht wirklich gut aus. Es geht. Bewerbt. Oh, Paulina, wir drücken dir die Daumen. Bleiben. Bleiben wir beim Thema. Hier bleiben Apropos. Wir beim Thema. Boah. Wow. Oh, Papa, Wuppapa. So, Papa, Wuppa. Ey, ich hab richtig Hunger. Machen. Ja. Ihr könnt euch euer Firmenlogo auf meinem Körper tätowieren lassen. 35.000 Minuten warten. Ja. Alter, so abgerockt. Noch nie was Witzigeres abgeliefert. Okay, oh, ich bin nass. Ich überall.